Kochgenuss bei Leiner heute in Linz. Und neben mir steht ein Genusswirt der besonderen Art mit zwei kulinarischen Leidenschaften, nämlich einerseits den Erdäpfel, den Sauwald-Erdäpfel, weil du vor 13 Jahren das Stadthaus gekauft hast mitten in Scherding und dort das Kupferpfandl führst, und andererseits, weil du im Schloss Fuschl dein Handwerk, das Kochhandwerk gelernt hast und daher heute nicht zufällig die Mattigtal-Forelle in vielen Variationen zubereitet hast und insbesondere heute uns zeigst, wie man aus der Mattigtal-Forelle und dem Sauwald-Erdäpfel quasi die Ravioli gefüllt mit Mattigtal-Forelle macht. Man nimmt für die Fülle eine Mattigtal-Räucherforelle, schneidet sie fein, dazu gibt man feine Schalotten, schwitzt die in Butter an, Gewürze dazu, sprich Salz, ein bisschen Creme fraiche, Dill, Basilikum, alles zusammenmischen und soweit ist die Fülle fertig. Für den Teig, dann nimmt man die mehligen Sauwald-Erdäpfel, kocht sie, schält sie, presst sie, macht einen Erdäpfelteig mit Eidotter, griffigem Mehl, Butter, Muskat, Salz, mischt das zusammen zu einem geschmeidigen Teig, rollt den Teig aus, halbe Zentimeter, sticht ihn aus, füllt die Fülle drauf und macht den Deckel zu und sticht mit einer Gabel ein Muster ein. Und dann kommt es in die Pfanne? Und dann kommt es in die Pfanne und wird beidseitig goldgelb angebraten und in den Backofen mit 160 Grad geschoben. Wie lang? 10 Minuten. Tradition bei Genuss über Österreich großgeschrieben, bei euch auch. Fünfte Generation, Familienbetrieb mit 30 Mitarbeitern, schon ein Großbetrieb für uns. Was macht das Besondere des Mattigtals aus? Ja, die Region Mattigtal hat eine besondere geschichtliche Entwicklung in der Fischzucht. Bereits seit 1700, 1800 gibt es dort die erste urkundlich erwähnte Fischzucht. Und natürlich ist dort wahnsinnig viel Erfahrung in diesem Bereich. Und die Fischzüchter aus der Region Mattigtal sind für uns regional sehr gut erreichbar und liefern natürlich eine Top-Qualität. Also zur gebeizten Mattigtal-Forelle braucht es was Fruchtiges, nämlich besonders das Cider mit 3,5% Alkohol und etwas Spritziges, aber ohne Alkohol natürlich die herrlichen Obstsäfte, ob das der Cox Orange ist oder der Eiderett. Oder dein Geheimtipp von zu Hause? Der Geheimtipp wäre ein Birnensaft unserer Streuobstwiesen, wo 70% Speckbirne drin ist, 20% rote Pickelbirne. Schmeckt sensationell gut. Großartig, einfach ausprobieren. Thomas Lörsch, Sie sind Chef des Hauses hier bei Leiner Linz. Wir haben heute Vormittag bei Ihnen kochen dürfen. Damit das alles gut gelingt, braucht es die richtige Einrichtung, die richtigen Geräte, und dazu haben Sie ganz viel zu bieten. Das ist das, was unsere Kunden schon seit vielen Jahren von Leiner schätzen. Die individuelle Beratung und die Erfüllung der persönlichen Wünsche in der Küche, aber auch im Wohnen allgemein. Und dafür sind wir von jeher bekannt und unsere Kunden schätzen das sehr. Bleibt mir nur noch übrig, guten Appetit zu wünschen. Es ist angerichtet. Okay.